sich erst dran gewöhne an die besondere Bedingung. Ganz herzlichen Dank, Christian Behringer, für die freundliche Einführung und auch Katrin Mönicke und allen anderen, die da mitgeholfen haben, dass das jetzt zustande kommt, dass wir Corona hin, Corona her, diese Veranstaltung machen und durchführen können, auch dem Tennisclub, der da draußen bewirtet und für ihr leibliches Wohl sorgt. Und sich natürlich freut, wenn in klammen Zeiten die Kassen ein bisschen gefüllt werden, in der Pause davor, danach oder sonst wie. Die Idee ist, der Christian Behringer hat es schon ein bisschen im Prinzip schon angedeutet, es hat einen doppelten Zweck oder einen Zweck mit zwei Seiten. Nämlich einerseits nochmal hier in meinem Heimatdorf, das mich immer sehr freut, wenn man da mit den Leuten in Kontakt kommt. Ich glaube, meine ganze Philosophie und Soziologie lebt davon, dass mir die Schwarzwälder und Graf Huser und alle anderen einfach manchmal die Meinung geige und auch sage, wenn irgendwie wenn eine Überlegung oder eine These einfach falsch ist oder ergänzungsbedürftig oder insbesondere, was immer passiert, dass man einfach Sache übersieht. Wenn wir die ganze Zeit an der Uni rumhängen oder auf Kongresse und Konferenzen, dann hast du einen anderen Blick auf Welt, als wenn du in der Schule lehrst oder im Wald Holz fällst oder so. Ich meine das wirklich, oder in der Landwirtschaft oder im Tourismus oder sonst wo. Jedes Mal ergibt sich eine andere Art der Weltbeziehung, des in die Welt gestellt Seins. Je nachdem, wo man steht und was man da macht und mit wem man zu tun hat, kommt man in eine andere Beziehung zu den Dingen, zu den Menschen, auch zu sich selber. Ich glaube wirklich, das fängt schon in der Art an, wie man steht und wie man geht und wie man sitzt und liegt. Manchmal sage ich immer, selbst beim Schlafen, das ist übrigens interessant, weil das ist wirklich so, selbst beim Schlafen bringt man eine bestimmte Art der Weltbeziehung, also der Bezogenheit auf Welt zum Ausdruck. Ne, wenn jemand in der Embryonalstellung schläft zum Beispiel, ist beliebt, ja, ist es eine andere Form des sich der Welt überlassens, als wenn er oder sie das in der Königsstellung tut, die da so ist. Ja, dann selbst da kommt eine andere Weise des mit Welt in Beziehung Tretens zum Ausdruck. Und die ganze Resonanztheorie beruht eigentlich, also der Ausgangspunkt ist das Nachdenken darüber, wie wir auf Welt bezogen sind. Und auf Welt bezogen zu sein, hat immer zwei Seiten. Erstens, wie sie uns entgegenkommt, wie wir sie erfahren und wahrnehmen, empfinden. Zum Beispiel kann sie uns verlockend erscheinen. Oh, das ist toll und jenes ist toll und das möchte ich gerne sehen. Oder bedrohlich. Das ist gefährlich und jenes ist gefährlich. Und ich habe gehört, das sind Banditen und Viren und andere Sachen. Also das sind zwei verschiedene Weisen sozusagen der Grundbeziehung zur Welt. Und sowas interessiert mich sehr, weil das eben nicht nur zwei sind, sondern sehr viele unterschiedliche. Hängt auch immer vom Kontext ab, wie wir gerade drauf sind, wie die Welt gerade drauf sind. Also ob uns eine Gegend gefährlich vorkommt, hängt einerseits von unseren Erfahrungen, von unserer Psyche, auch von unserer körperlichen Befindlichkeit ab. Aber andererseits natürlich auch von der Welt. Ja, es gibt Gegenden oder es gibt Kontexte oder Zeiten, in denen die Welt wirklich gefährlich ist. Also ist Weltbeziehung immer zweiseitig. Ja, wie kommt sie uns entgegen? Wie gehen wir in sie hinein? Das ist sozusagen die Ausgangsidee. Und darüber habe ich dann ein 800-Seiten-Buch geschrieben oder 900, das Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung und auch noch ein paar Ableger davon. Und so sind wir halt auf die Idee gekommen zu sagen, kann man das nicht erfahrbar machen, anschaulich machen, ja, ausprobierbar machen und auch. Und da wird es eigentlich interessant, das ist, was wir hier gemacht haben im Haus des Gastes, in dem neuen Resonanzraum, ist für mich sozusagen angewandte Soziologie. Ja, die Idee ist, dass da Sie, können Sie, ich hoffe, lade Sie gerne ein, da hinzugehen, sich das anzuschauen und so auszuprobieren. Die Idee dieses Schwarzwaldhauses, der Sinn, also jetzt des Zeitraums, aber auch des Resonanzraums dann insbesondere ist, auszuprobieren, zu modellieren, zu moderieren, erfahrbar zu machen, auf welche Weisen wir in Welt gestellt sind und von was das jeweils abhängt. Und das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden ein bisschen darlegen. Und der Doppelzweck besteht darin, dass wir da einerseits das Theoriegebäude kennenlernen, das, was ich Tag ein, Tag aus mache, und andererseits gleich das Schwarzwaldhaus der Sinne, ja, was die Idee dahinter ist, die Konzeption, die wir uns da gemeinsam ausgedacht haben, Simon Stiegler ganz maßgeblich, der sozusagen immer an den Schaltstellen gesessen hat und sämtliche vermittelt, weil gebaut hat es dann der Bauhof, umgesetzt, mitgeplant, ganz wesentlich hat es Matthias Wild konzipiert, theoretisch habe ich es, aber interessant geworden ist es im Zusammenspiel, ja, keiner hat es alleine gemacht, sondern wir haben es, sondern in diesem, das ist selber eine Art von Resonanzverhältnis, ja, zwischen
zwischen dem, was Matthias Wild einbringt, als sozusagen an haptischen, technischen, anschaulichen Möglichkeiten, an dem, was der Bauhof umsetzt, an das, was der Simon über die ästhetische Schiene, aber nicht nur daher, sondern auch in der Konzeption des Ganzen ausgedacht und mitgebracht hat und was die Theorie sagt. Und so haben wir dieses Ding gebaut. Und das möchte ich Ihnen jetzt im Folgenden vorstellen, vorspielen, vormachen. Und ich habe dazu jede Menge Fotos verwendet, die alle von Dieter Schäuble gemacht wurden. Die können Sie auch auf der Internetseite des Hochrhein-Journals abrufen. Unter Dieters Fotos findet man die, kann man die ganz leicht googeln. Da steht auch die Internetseite schon dabei. Das war ich nicht. Das Ding macht eigentätige Sachen. Ja. Gut, das hatten wir gerade. Ach, ich weiß nicht, was passiert ist. Okay, dann fangen wir an. Also die Ausgangsthese der Soziologie der Weltbeziehung. Und wie gesagt, die Idee ist jetzt nicht, also die Idee ist, und ich möchte es wirklich gerne auch auffordern, einladen, das mit mir zu diskutieren. Sie können übrigens schon gleich zu jeder Zeit sich melden und Widerspruch anmelden oder Nachfragen haben oder so. Wir machen am Ende auch nochmal überhaupt eine Diskussion, eine offene Diskussion, aber Sie können gerne auch schon unterwegs sagen, also das verstehe ich nicht oder das finde ich nicht so oder da fehlt mir was. Na, schauen wir mal, wie das dann klappt. Gut, also die Ausgangsidee war, dass es eigentlich drei Grundformen der Weltbezogenheit gibt. Wenn Sie in irgendeine Gegend kommen, sagen wir mal, Sie kommen hier ins Schwarzwaldhaus des Gastes, ja, Sie kommen zur Tür rein, dann gibt es drei, gibt sozusagen, am Ende gibt es eine Art von Gesamttönung, aber grundsätzlich ist so, da gibt es Elemente, die Sie anziehen, ja, vielleicht Menschen, die Sie mögen, oh, der Peter oder die Claudia oder wer immer das sein mag, ist auch da und dann fühlt man sich da hingezogen und freut sich, oder aber man hat die gegenteilige Wahrnehmung, oh Gott, der ist da, ja bloß nicht. Das eine ist sozusagen das Moment der Attraktion, etwas zieht mich an. Das andere ist das Moment der Repulsion, etwas stößt mich ab, dann gehe ich da lieber nicht hin. Ja, das kennen wir alle. Und das bezieht sich jetzt nicht nur auf Menschen, die wir kennen, das bezieht sich auch auf Menschen, die wir nicht kennen, zum Beispiel Altersgruppen. Ne? Wenn Sie irgendwo an eine Veranstaltung gehen und Sie stellen fest, boah, die sind alle jung und ich bin alt, dann habe ich sofort das Gefühl, da gehöre ich nicht hin. Ja, da stellt sich so ein kleines Moment der Repulsion ein. Und jetzt kann es sein, dass Sie da trotzdem hinwollen, weil es da vielleicht einen Vortrag gibt oder ein Konzert, wo die Musik oder das Thema Sie wahnsinnig anziehen. Kann auch umgekehrt sein, ja, dass Sie zu dem Vortrag bloß gehen, weil Sie einer Freund oder einer Freundin Gefallen machen wollen, obwohl Sie das Thema total abschreckt. Ja. Also es sind immer Wechselbeziehungen zwischen Dingen, die uns anziehen. Attraktion, habe ich das hingeschrieben, Attraktion? Oh, nee, habe ich Ihnen noch nicht gezeigt. Also Attraktion heißt, es gibt Dinge, es gibt Menschen, es gibt Themen, es gibt auch Räume. Ja, oh ja, in den Raum gehe ich gern oder in die Landschaft. Nach Kaffenhausen geht jeder gern, glaube ich, oder? Die wir anziehend empfinden. Und da sagen wir auch, das sagt mir was. Ja, oder das spricht zu mir in irgendeiner Form. Das scheint mir erstrebenswert. Und das Gleiche gilt für Kleidungsstücke, das gilt für Speisen, das gilt für alles Mögliche. Ja, selbst, weil man kann das, da gibt es immer verschiedene Ebenen. Ne? Man kann auch bei jemandem, den man mag, sagen, aber diese Hose gefällt mir nicht. Oder andersrum. Ja, ich finde den zwar doof, aber das Kleid war super oder so. Geht alles. Also es gibt drei Formen der Weltbeziehung. Das eine ist Attraktion. Etwas zieht uns an, es verlockt uns, es spricht zu uns. Und dann gibt es die gegenteiligen Erfahrungen, Repulsion. Ja. Das Dissonanz zu nennen ist theoretisch nicht ganz sauber, aber weil es meistens so gemacht wird, machen wir das jetzt einfach mal so. Also Dissonanz ist, wie gesagt, ist das Moment der Abstoßung. Das mag ich nicht, das will ich nicht, ja, das stößt mich ab. Übrigens kann dieses Abstoßen zwei Seiten haben. Ja, das eine ist irgendwie das Gefühl, das Ding ist gefährlich, also die Abstoßung geht sozusagen vom Ding aus. Ich mag nicht, was weiß ich, in den Hotspot Berlin gehen, weil der voll Covid ist oder so, denken Sie vielleicht. Ja. Dann ist es so, dass Sie das Gefühl haben, oh, das bedroht mich geradezu. Na, da geht die Abstoßung sozusagen von der Weltseite aus. Es kann auch sein, dass die Abstoßung von Ihnen ausgeht. Ich finde das scheußlich da. Na, mit dem oder denen oder der Lage will ich nichts zu tun haben. Dann geht die Repulsion, die Abstoßung von Ihnen aus. Also man hat eigentlich immer zwei, man hat in dieser Weltbeziehung immer zwei Seiten. Attraktion und Abstoßung kann von beiden Seiten ausgehen. Und da, wo wir es, ja, so ging das immer zurück.
Also da, wo wir, da, wo es Repulsion ist, im Spiel ist, da wollen wir, da empfinden wir etwas als abstoßend oder sogar als furchterregend oder als bedrohlich übrigens und versuchen es dann zu vermeiden. Die allermeisten Sachen, die uns aber begegnen eigentlich, die meisten Sachen nehmen wir gar nicht bewusst wahr. Ja, das sind noch viele andere Leute und zu denen habe ich weder ein Attraktions- noch ein Repulsionsverhältnis. Ich nehme sie gar nicht wahr, das ist Indifferenz. Dann sagen wir, ja, das sagt mir nichts, aber das bedroht mich auch nicht. Ich finde es auch nicht eklig. Ne? Kenne ich nicht. Wenn Sie sich hier umschauen, sind tausend Sachen. Manche hassen Sie vielleicht. Ich meine, wenn Sie zum Beispiel im Sportunterricht immer eine 6 gekriegt haben, dann wird es Ihnen vielleicht gar nicht gefallen, dass hier einiges an Sportunterricht erinnert oder so. Aber für die allermeisten wird es einfach gerade egal sein, ja? weil Sie dazu gar kein Verhältnis haben. Also die meisten Dinge, auch die meisten Räume, durch die wir uns bewegen, dazu haben wir eigentlich ein Indifferenzverhältnis. Sie lassen uns gleichgültig. Man kann auch sagen, die lassen mich kalt oder die gehen mich nichts an. Ich weiß, wieso das kommt. Das kommt da hier. Ab jetzt wird alles besser. Gut. Also die allermeisten Dinge lassen uns kalt, sie sagen uns nichts, wir stehen dem gleichgültig gegenüber. Ein Problem haben sie übrigens, sozusagen ein schleichendes Repulsionsgefühl stellt sich ein, wenn wir allem gegenüber indifferent sind. Genauer genommen, werde ich gleich nochmal ein bisschen genauer ausführen, das ist sogar der Zustand der Depression oder des Burnout, wo man dann sagt, ja, aber irgendwie, es lässt mich eigentlich alles kalt. Ja, nichts spricht, nichts zieht mich mehr an, nichts spricht mehr zu mir, nichts bewegt mich mehr. Dann wird Indifferenz problematisch. Aber grundsätzlich ist es so, dass es diese drei Grundformen immer gibt. Ja, wir haben zu Dingen, das schreibt Max Weber schon als Soziologe, Menschen sind dadurch gekennzeichnet, dass sie gar nicht anders können, als zu den Dingen der Welt als positiv oder negativ bedeutsam Stellung zu nehmen. Ja, wir haben so subkutan unter der Haut immer, also nicht immer, aber wir haben sozusagen immer zu einem Raum oder so ein bestimmtes Verhältnis, bei dem Momente von Attraktion und Repulsion auch eine Rolle spielen. Übrigens hat das dann nochmal in sich verschiedene Ebenen. Ja, wir können nämlich Dinge theoretisch wahnsinnig attraktiv finden, aber emotional scheußlich oder nicht attraktiv. Also was ich damit meine ist, mein Beispiel, was ich da immer verwende, ist zum Beispiel, wenn Sie gute Katholikin sind, dann wissen Sie, dass es ganz wichtig ist, sonntagmorgens in den Gottesdienst zu gehen. Ja? Also theoretisch ist das sehr anziehend, praktisch wollen Sie aber viel lieber liegen bleiben vielleicht. Ja? Also solche Momente kommen ja immer. Oder wenn Sie Schülerin sind, dann müssten Sie unbedingt auf die Mathearbeit lernen. Ja? Ist ganz wichtig, sollte ich jetzt tun, ist erstrebenswert, eine gute Mathe-Schüler zu sein. Aber vielleicht finden Sie Mathe scheußlich, dann haben Sie auf der emotionalen Ebene eine Repulsions-, also ein Abstoßungsverhältnis, aber auf der kognitiven, auf der theoretischen oder evaluativen ein positives Moment. Also das sind sozusagen drei Grundformen. Ja? Wir finden Dinge anziehend, wir finden sie abstoßend oder sie lassen uns kalt. Und das haben wir sozusagen, wir gehen jetzt, also ich habe alle Stationen hier eingebaut oder andersrum, ich habe das, was ich sagen will, um die Stationen herum gebaut und die Fotos sind die sind sozusagen alle zufällig entstanden, deshalb ist da immer auch noch allerhand anderes drauf. Kann ja auch attraktiv sein, manchmal auch repulsiv. Aber hier, das ist eine Station, in der wir wirklich mal, in der Sie auch ausprobieren können, weil jeder Mensch hat sozusagen andere Attraktionsmomente, Attraktionsräume und andere Repulsionsräume. Die Frage ist jetzt sozusagen, was zieht Sie an? Ja, was sind die Attraktionsmomente des Lebens, der Welt für Sie? Ich finde das tatsächlich interessant. Ich spreche oft auch von sowas wie libidinöser Energie. Es gibt ganz viele Menschen, finde ich wirklich interessant, für die zum Beispiel Bundesliga-Fußball eigentlich der Attraktionspol im Leben ist. Ah, oder überhaupt, muss gar nicht Bundesliga sein, Fußball. Finde ich, es geht mir manchmal auch so, wenn ich sozusagen, wenn ich entfremdet bin, gestresst, denke ich, aber wenigstens heute Abend ist Champions League. Ja, das ist dann so ein Moment, wo sozusagen Attraktion ins Spiel kommt, geradezu fühlbarer, das könnte interessant sein. Und für andere ist es was anderes. Ja, manche finden Fußball, turnen sie sofort ab. Und deshalb können sie hier ausprobieren, sozusagen legen, welche Räume sie anziehen. Ja, manche finden zum Beispiel einen Club, einen Musikclub, schon einen Attraktionsraum. Ich glaube übrigens, es ist interessant, darüber nachzudenken, warum das so ist. Ich glaube, dass Discos oder auch kleine Musikclubs, vielleicht überhaupt Clubs, eigentlich, ich glaube, den Embryonalzustand reproduzieren. Also ich habe da oft drüber nachgedacht und da gibt es auch nicht viel Literatur darüber, aber wenn Sie in einen kleinen Musikclub gehen zum Beispiel, ja, der ist warm, er ist eng, er ist rot, es pulsiert,
wie im Herzschlag. In der Regel, komischerweise finden Männer diese These immer plausibel und Frauen hassen sie oft, aber vielleicht ist es bei ihnen auch andersrum. Aber also die Frage ist so, also aber manche finden so einen Musikclub scheußlich, ja, eng, womöglich verraucht oder so, stickig, bloß nicht. Ne? Und andere finden zum Beispiel den Wald einen Attraktionsraum, ja, oder eine Sauna zum Beispiel, das ist für mich eher ein Repulsionsraum. Lieber nicht, aber für andere ist das ein Attraktionsraum. Und hier können Sie sozusagen Ihre Attraktions- und Repulsions- und Indifferenzachsen einmal sich zusammenlegen. Das ist tatsächlich oft interessant, sich das deutlich zu machen. Was sind denn eigentlich meine Momente? Was sind die Elemente in der Weltbeziehung, in der Welt, bei denen ich, wir können sie jetzt schon Resonanz nennen, aber erstmal würde ich sagen Anziehung erfahre. Auch welche Tätigkeiten, manche finden Fußballspielen super, ja, darauf freue ich mich, oder Tennisspielen oder Jagen, kann mir jetzt eher, gehört bei mir eher auf die Repulsionsachse, aber nun gut. Für manche ist die Jagd vielleicht genau der Raum, wo sie Attraktion, also Anziehung empfinden. Für manche mag das ein Repulsionsraum sein. Und hier können sie das mal sich hinlegen und das ist dann interessant zu sehen, wer zum Beispiel stärker für Außen, also Außen Räume oder Innenräume, auch welche Art von Tätigkeiten, eher aktive, wo sie physisch aktiv sind oder eher kontemplative. Und interessant ist sogar, dass man solche Anziehungs- und Abstoßungsverhältnisse sogar zu bestimmten Gefühlen entwickeln kann und zu Wertvorstellungen. Ja, wenn ich zum Beispiel sowas sagen würde wie, wenn ich Liebe sagen würde, würden die allermeisten sagen, ja klar, ist anziehend, das liegt da schon im Begriff selber. Aber wenn ich Treue sage, wird es vielleicht schon schwieriger, ja, wenn manche vielleicht eher auf die Indifferenzachse schreiben. Wenn ich Patriotismus sage, dann wird es vielleicht interessant. Ja, manche würden sagen, ja, Patriotismus für sein Volk oder sein Vaterland oder ich weiß nicht was, kann man ja auch sagen für Grafenhausen oder so, zu sterben oder zu leben oder zu kämpfen, finde ich attraktiv. Und andere würden es auf die Repulsionsachse schieben. Und richtig interessant finde ich den Begriff der Leidenschaft. Ja, ist Leidenschaft etwas sozusagen, was Sie als positiv erfahren oder muss ich sagen, nee, die Leidenschaften sind genau das, was uns in die Krise bringen oder sind sie Indifferenzräume? Und man kann das auch mit Ereignissen durchdenken. Ja, Weihnachten, ist das für Sie ein Anziehungspol? Oh ja, es wird Weihnachten. Ja, wenn Sie in den Geschäften die Christbäume sehen oder die Weihnachtslieder hören, wird es Ihnen da warm ums Herz oder haben Sie das Gefühl, oh scheiß Weihnachten, das auch noch, ja, habe noch keine Geschenke, ist eh wieder Stress. Oder Sie können jetzt, oder Jahresfeier im Betrieb, würden die allermeisten Menschen, zeigt eine neue Umfrage, auf die Hassachse schreiben. Ja. Übrigens, ich kann alles erklären. Das fand ich wirklich interessant, dass die Tätigkeit, die Menschen am allerwenigsten resonant erfahren, ja, wo sie sich am unglücklichsten dabei fühlen, ist Essen gehen mit dem Chef. Das ist noch schlimmer als Fernsehgucken, ist sonst notorisch niedrig gestehen, ja. Oder auch putzen oder so. Aber Essen gehen mit dem Chef steht noch drunter und das fand ich wirklich erstaunlich als Ergebnis. Aber ich glaube, das lässt sich erklären, weil normalerweise mit jemandem Essen gehen eigentlich eine Resonanztätigkeit ist. Ja. Eine Weltbeziehung geht auch durch den Magen. Wir essen Welt, wir nehmen sie auf und wir sondern sie wieder ab. Und man kann Störungen der Weltbeziehungen auch im sozusagen also Essstörungen sind irgendwie verbunden mit der Art der Weltbeziehung. Habe ich mit Medizinern diskutiert, das ist ganz spannend eigentlich. Man kann fast jede Art, also Übergewicht zum Beispiel, was die meisten in unserer modernen Welt haben, ist eine Art von Weltbeziehungsstörung, bei der wir Welt immer aufnehmen, aber nicht mehr durchprozessieren, nicht mehr abzugeben bereit sind. Und Anorexie oder Magersucht ist das Gegenteil. Ja, wir können sie nicht mehr, wir lassen sie gar nicht mehr in uns herein. Oder auch Orthorexie oder so, aber egal. Essen gehen ist normalerweise eine wichtige und resonante Tätigkeit, aber mit dem Chef, zu dem hast du halt normalerweise ein strategisches Verhältnis. Ich muss jetzt irgendwie gucken, dass der mich nett findet und dass ich vielleicht eine Lohnerhöhung kriege oder sowas. Und damit kommen zwei verschiedene Orientierungen zusammen, die es oft Menschen unangenehm machen, aber es ist nicht bei allen so. Also hier an dieser Station können Sie ausprobieren, sozusagen für sich sichtbar machen, auch vergleichen mit anderen, wenn Sie das wollen. Was sind die Tätigkeiten, was sind die Räume, was sind die Gefühlszustände, die für Sie sowas wie Anziehungspunkte, Resonanzachsen, Resonanzerfahrungen bilden? Was sind die Repulsionsräume, also die tendenziell eher Entfremdung signalisieren? Da fühle ich mich gar nicht wohl. Eine Entfremdung kommt nachher nochmal, aber meine Lieblingsformel für Entfremdung ist, wenn Sie sich fragen, was mache ich hier eigentlich? Ja, ich bin im falschen Film.
Ne? Da, und dieses Gefühl, eigentlich will ich hier gar nicht sein, kann entstehen durch Repulsion, ich finde die alle scheußlich, oder aber auch durch Indifferenz, das sagt mir gar nichts. Ja, ich hätte eigentlich viel Besseres zu tun. Gut, also das ist der erste Punkt. Da können Sie, ist auch interessant, im Blick auf Einsicht in die eigenen Gefühle, wie stehe ich eigentlich zu meinen eigenen emotionalen Empfindungen? Ja, welche davon hasse ich, welche davon scheinen mir anziehend und welche sind halt da und kommen auf die Indifferenzachse? Wenn man sich das ein bisschen genauer überlegt, kommt man zu einer zweiten Station, die ist noch nicht fertig, die ist jetzt fast fertig. Bei der Eröffnung war sie noch nicht fertig, ich weiß gar nicht, aber sie steht noch nicht oben, glaube ich, kommt aber in Kürze. Da, das heißt Wüsten und Oasen des Lebens. Und die These dahinter ist, dass jeder von uns Erfahrungen gemacht hat, biografische Erfahrungen, zum Beispiel in der Kindheit, zum Beispiel, machen wir doch gleich mal alles drauf, in der Schule, haben Sie Erfahrungen gemacht, die sich geradezu eingebrannt haben als besonders positiv. Ja, viele erinnern sich deshalb an die Kindheit, ja, Weihnachten in der Kindheit ist für viele so eine Art von Oasenerfahrung, aber eben nicht immer. Aber auch soziale Erfahrungen, die wir als Oasenerfahrung beschreiben können, das ist sozusagen für mich der Kern einer Resonanzerfahrung, weil sie sich da aufgehoben gefühlt haben, getragen, geborgen, weil das sozusagen der Inbegriff des Attraktiven geworden ist. Das muss nicht in der Schule sein. Manche erinnern sich an Urlaub damals, als wir am Gardasee waren oder so. Und als die Sonne unterging und wir da vielleicht saßen sie in der Pizzeria oder wo auch immer. Das ist dann so eine Art Oasenerfahrung. Das sind die Momente, bei denen wir das Gefühl haben, so sollte Leben eigentlich sein. Ja, da gelingt mein Leben. Da stört nichts in der Art und Weise, wie ich auf Welt bezogen bin. Wobei das nicht stören, da komme ich noch dazu, dass ich meine damit nicht reine Harmonie, was wir oft herzustellen versuchen, alles muss schön sein, empfinden wir gar nicht als tiefe Resonanzerfahrung. Ja, sehr, sehr viele sagen manchmal, ist ganz, ganz interessant, die tiefsten Oasenerfahrungen sind häufig in unwirtlichen Kontexten, ja, da, wo sie es nicht erwartet hätten. Plötzlich entsteht eine Situation, die sie als gelingend, als Oase eben erfahren. Und es gibt die gegenteiligen Erfahrungen, die Wüstenerfahrungen, die richtig scheußlichen, wo sie bloßgestellt wurden, ausgelacht wurden, völlig versagt haben zum Beispiel. Oder wo sie in einer Landschaft gelandet sind, wo sie nichts verstanden haben und wo sie das Gefühl hatten, alle sind gegen sie oder so. Das nenne ich Wüstenerfahrungen. Jeder Mensch kennt diese Erfahrungen. Bloß nie wieder das. Oft sind uns diese Erfahrungen bewusst, manchmal sind sie auch eher unbewusst. Und ich glaube tatsächlich, dass man Lebensvollzug erklären kann, geradezu rekonstruieren kann, als die Suche nach diesen Oasenmomenten, nach den schönen, also aber schön, das ist immer ein bisschen ein schwieriges Wort, aber nach den gelingenden Momenten, eben ich würde sagen nach den Resonanzmomenten, deshalb fahren ganz viele von Urlaub zu Urlaub, ja, immer in der Hoffnung, so eine Oasen zu finden und Oase ist damit auch, also jetzt nicht nur räumlich gemeint, sondern eine Erfahrungsoase, ja, da, wo der Kampf, die Sorge, die Angst, nicht gut genug zu sein, für einen Moment stillgestellt war. Wir suchen immer wieder diese Erfahrung herzustellen. Wir wechseln die Arbeitsstelle, weil wir sagen, da wo ich jetzt bin, das ist irgendwie nicht das Richtige. Ich habe da mal was anderes erfahren oder ich kenne was anderes oder suche was anderes. So kann man auch das Haus wechseln oder die Wohnung, ja, neue Möbel. Man sucht diese Oase, ja, dieses Gelingen im Raum, des in die Welt gestellt Seins. Und deshalb glaube ich, die Hälfte unserer Lebensbewegungen ist geprägt durch diese Suche nach den Oasen. Ich brauche diese anderen Möbel vielleicht oder diese anderen Bilder oder ich muss mal dahin fahren oder mal dorthin fahren oder eben die Menschen wechseln, ja, die mit denen ich jetzt gerade zusammen bin, das sind nicht die richtigen. Aber wir suchen nach Oasen und die andere Hälfte der Lebensbewegung ist das Vermeiden von Wüstenerfahrungen. So darf es nie wieder werden, wie da, wo ich richtig scheußlich in dieser einen Klasse oder an dieser einen Arbeitsstelle oder als ich da mal weggezogen bin oder so, dort, also Wir haben zum Beispiel gerade ein narratives Interview. Also narrativ heißt, wir lassen Leute erzählen. Also die müssen da nicht Fragebogen ankreuzen, sondern die erzählen ihre Lebensgeschichte. Und wenn Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen, das sind Interviews, die dauern manchmal 2 Stunden, sogar 3 Stunden, und wir lassen die so viel wie möglich reden. Ja, also nicht Frage und Antwort.
Und es ist interessant, wenn Menschen ihre Lebensgeschichte erzählen, erzählen sie sie eigentlich fast immer entlang von Oasenerfahrungen und Wüstenerfahrungen, ja, dass sie da sagen, und da diese 3 Wochen, das waren die schönsten meines Lebens. Und das sind so diese Momente des Gelingens, nach denen wir uns sehen und suchen. Und sie erzählen aber auch Wüstenerfahrungen. Ich hatte gerade ein Interview im Sinn, wo eine Frau gesagt hat, naja, sie war hochschwanger, ich glaube, sie hat sogar Zwillinge erwartet und sie ist ihrem Mann zuliebe umgezogen, nach Rostock, glaube ich, und dann ist der Mann mit einer anderen durchgebrannt. Ja. Sitzen gelassen im hochschwangeren Zustand in der fremden Stadt. Das war für sie die Wüste, die nie wiederkommen darf, ja, weil sie natürlich relativ immobil war, keine Schwein kannte, keine gute Andockung hatte und sich verschmäht fühlte. Das ist jetzt eine super radikalisierte Wüstenerfahrung. Ja. Aber im Kleinen machen wir alle solche Wüstenerfahrungen. Wir versuchen, die dann zu vermeiden. Genau genommen glaube ich, dass das sich auch auf einer Mikroebene abbildet. Dann nehmen wir Schulalltag. Seit langem eines meiner Lieblingsbeispiele. Da sagen wir mal, Kinder in der ersten Klasse vielleicht spielen Fußball. Und da gibt es 2, die sind eigentlich gleich von allen Hintergründen. Ja, sagen wir mal, der eine heißt Peter und der andere Paul zum Beispiel. Und Peter schießt jetzt ein Tor, ja, vielleicht war es Zufall, aber er hat halt das Tor gemacht. Ja. Und alle sagen, boah super, du bist ein klasse Fußballer, das wusste ich gar nicht. Ja, dann wird er plötzlich wahrgenommen, wertgeschätzt. Und alle sagen, wie du das Ding da reingemacht hast, Wahnsinn. Ja. Und Paul in einer ähnlichen Situation haut halt dummerweise über den Ball. Er trifft ihn gar nicht und stolpert. Und alle sagen, oh Gott, diese Flasche. Also Fußball spielen kannst du gar nicht, ja, lass es lieber sinngemäß. Vor allen Dingen wird er das dann selber sagen. Ja, für ihn kann dieses Fußballspiel zur Wüstenerfahrung werden. Und für Peter zur Oasenerfahrung und das prägt den zukünftigen Lebensweg in gewisser Weise. Ne? Weil Peter ab jetzt diese Situation wieder suchen wird. Ja, ich bin Fußball, das sagt mir was. Ja, Fußball mag ich. Ja, ich bin Fußballspieler und Paul, also bloß nicht Fußball. Ne? Und deshalb glaube ich, man kann solche Sachen auf der Mikroebene anschauen, im Familienleben. Wo sind im Familienleben ihre Oasenmomente und ihre Wüstenmomente? Gibt es in jeder Familie, ja, diese Momente des Gelingens beim Spazierengehen im Urlaub an Weihnachten am Sonntagskaffeetisch? Kann auch sein, dass der Sonntagskaffeetisch genau die Wüstenerfahrung ist. Ja, da, wo man sich immer in die Haare gekriegt hat und ich weiß nicht, was sonst noch. Und die Idee also ist, auch bei diesem, das ist jetzt, dieses Bild ist ein künstliches, das ist, glaube ich, das einzige, nee, das zweizige, eins kommt noch, was noch nicht. Also was ist eine Wüste? Eine Wüste ist eine Erfahrung der Entfremdung und diese Entfremdung kann man so definieren. Es ist ein Modus des In-der-Welt-Seins oder des Auf-die-Welt-Bezogen-Seins. Ja, jeder kennt das aus seinem Leben und jede. Die durch die Abwesenheit einer inneren Verbundenheit gekennzeichnet ist. Das ist dieses Gefühl, das sagt mir irgendwie gar nichts. Ja, das kann gut sein, dass Sie jetzt gerade diese Erfahrung machen, wo Sie das Gefühl haben, also was dieser Rosa da, dieser angebliche Soziologe da vorne erzählt, das sagt mir irgendwie gar nichts. Ich weiß gar nicht, von was der redet. Ja. Und die Leute um mich herum sind komisch und der Raum ist scheußlich, ich habe es schon gesagt. Wenn Sie diese Erfahrung haben, ja, dann fehlt es Ihnen in dem Moment an innerer Verbundenheit. Es ist wirklich, ich hab ewig lang darum gerungen, wie man das am besten ausdrückt, mit der Idee eines Resonanzdrahts. Ja, plötzlich, die Situation kann sich ändern und habe sie plötzlich das Gefühl, das kann ja interessant sein und die Leute sind eigentlich ganz nett und ich weiß nicht was noch, vielleicht gefällt Ihnen auch die PowerPoint oder so, dann ändert sich das, aber Entfremdung ist gekennzeichnet durch eine innere Unverbundenheit. Ja, man kann es beschreiben, das steht hier unten, als Beziehung der Beziehungslosigkeit. Ja, diese Erfahrung kann Sie auch am Arbeitsplatz überfallen. Ja, Sie gehen dahin in der Schule oder anderswo und fragen sich, was mache ich hier eigentlich? Jeden Tag bin ich hier. Ja. Und es ist so sinnlos, diese Arbeit. Ja. Wir versuchen da ein Problem zu lösen, was sich gar nicht lösen lässt. Man kommt immer wieder von Neuem und eigentlich interessiert es überhaupt keinen. Es ist völlig sinnlos. Also das Gefühl der Sinnlosigkeit kommt da auch daher, weil es an der inneren Beziehung fehlt. Ja. Und die Entfremdung am Arbeitsplatz, wie gesagt, hat die Form, was mache ich hier eigentlich? Und kann sich beziehen auf die Menschen, die da sind, die Ihnen nichts sagen, auf die Aufgaben, mit denen Sie es zu tun haben, auf den Kontext, in dem Sie stehen und so weiter. Also Sie haben es schon gehört, Entfremdung ist ein Zustand, in dem die Welt uns stumm, kalt, grau, abweisend, feindlich oder gleichgültig gegenübersteht.
Und der radikalste Form dieses Zustandes ist ein Burnout. Ja, wo man übrigens diese Entfremdung am Arbeitsplatz können Sie auch am Familientisch haben. Ja, wenn Sie sich fragen, was Sie eigentlich mit den Leuten zu schaffen haben, mit denen Sie da am Tisch sitzen. Ja, außer denen, dass Sie denen vielleicht das Geschirr aufwaschen dürfen oder kochen müssen oder so etwas. Das ist innere Beziehungslosigkeit. Und wenn Sie in einem Burnout sind, das weiß man sozusagen aus jeder Art von Forschung, und übrigens auch aus der Literatur, die das immer wieder sehr schön darstellt, das ist die Erfahrung, da draußen ist alles kalt und stumm und leer und bleich und schweigend. Das sind immer die gleichen Bilder eigentlich, mit denen Menschen das zum Ausdruck bringen. Ich habe immer das Gefühl, die Welt ist so grau. Übrigens gibt es, gerade in Freiburg gibt es eine interessante psychologische Studie oder eine psychiatrische Studie, eine medizinische, die herausgefunden hat, dass wenn Menschen in der Depression sind, tatsächlich ihre Farbwahrnehmung sich ändert. Ja, da erscheint ihnen die Welt wie durch einen Grauschimmer oder einen Grauschleier verborgen. Es ist interessant, dass wir dafür auch diese Metapher des Grauen verwenden. Übrigens, das Grauen, ja, hängt auch damit zusammen, ja, dass wir diesen Begriff haben. Das war das reinste Grauen. Und interessanterweise, deshalb, ich spreche immer von Resonanzachsen zwischen meinem Inneren und dem Äußeren, gibt es eine Verbindung. Und die ist in einem Zustand der Wüste nicht vorhanden, weil die Menschen das Gleiche, also wenn sie in einer Depression oder eben in einer Wüstenerfahrung sind, dann sagen sie über sich dasselbe. Ja, diese Frau, die da gesagt hat, sitzen gelassen mit dickem Bauch sozusagen, die hatte da auch das Gefühl, dass in ihr alles tot ist. Ja, in mir ist alles stumm und kalt und leer. Ich spüre mich gar nicht, sagen Menschen, wenn sie eine Depression haben. Also das ist sozusagen das Merkmal einer Wüstenerfahrung, die Erstarrung des Resonanzdrahts zur Welt. Und deshalb brauchen wir jetzt gleich den Gegenbegriff. Was ist Resonanz? Wann verwandelt sich eine Wüste in eine Oase? Und das passiert übrigens manchmal, ja, dass wir irgendwo hingehen, wo wir es ganz scheußlich finden. Eigentlich mache ich im Sommer immer so eine Schülerakademie. Und das finde ich echt super, weil da können Sie sozusagen in Reinform die Verwandlung einer Wüste in eine Oase erleben. Weil da kommen diese Jugendlichen da an, die sind so zwischen 16 und 20 ungefähr. Und ehrlich gesagt haben sie erstmal eine quasi Wüstenhaltung, weil sie kennen keinen. Ja, die kennen sich nicht. Keiner hat da je den anderen gesehen. Sie kennen auch ihre Lehrenden nicht und sie kennen den Ort nicht. Und sie wissen nicht, was auf sie zukommt. Sie wissen nur, dass sie unter ganz hohen Erwartungen steht, weil es schließlich Begabtenförderung, Schirmherr des Bundespräsidenten und so etwas, ja, Akademie. Das heißt, die haben das Gefühl massiver Bedrohung. Ja. Ich weiß nicht, was da von mir verlangt wird. Ich weiß nicht, was ich soll. Ich kenne keinen. Ich habe überhaupt keine innere Beziehung. Das ist für sie eine massive Wüstenerfahrung. Und nach 2,5 Wochen wollen sie nicht mehr gehen. Der Witz ist, das dreht sich geradezu um. Die sagen, ich will nicht mehr nach Hause in meine alte Schule oder so, weil es halt, ich glaube, das ist ein ganz einfacher Trick. Möglicherweise hängt es damit zusammen, dass menschliche Gruppen, des Menschen Hirn und Herz, ist vielleicht immer noch ziemlich archaisch geprägt. Ja, und archaische Gruppen, das weiß man inzwischen ziemlich gut, waren vermutlich mit ungefähr zwischen 80 und 120 Leuten unterwegs. Ja, und das ist ziemlich genau die Akademiegröße. Und die sind 3,5 Wochen einfach nur aufeinander bezogen. Und plötzlich finden sie sich gegenseitig interessant, stellen sie fest, sie können da spannende Sachen tun. Sie entdecken das Schulgebäude, das Akademiegebäude, sie verwandeln sich die an. Ja, sie setzen sie sich in Beziehung. Und diese Beziehung wird dann so stark, dass sie in dieses Leben da draußen überhaupt nicht mehr attraktiv erscheint. Also sie haben dann wirklich eine Wüste in eine Oase verwandelt temporär. Dass ihnen das so oasenhaft vorkommt, hängt auch daran, dass sie es eben definitiv nur einmal machen können und dann für immer verlieren. Aber eine Resonanz, eine Oase oder eine Resonanzbeziehung hat vier grundlegende Elemente. Ja, vier Dinge müssen zusammenkommen, damit sie ein Moment in ihrem Leben als ein Oasenmoment oder als Resonanzmoment erleben. Das erste ist, etwas berührt sie oder bewegt sie oder ergreift sie. Man kann auch sagen, spricht mich an. Am liebsten gefällt mir eigentlich die Formulierung, sie fühlen sich angerufen von etwas. Der Franzose Bruno Latour beschreibt es auch so. Einem Ruf antworten ist eigentlich das erste Moment von einer Oase oder von einer Resonanzerfahrung. Da spricht mich was an, hör mal die Musik. Boah, das ist irgendwie, das berührt mich, ja, so spricht mir. Oder eben eine Idee oder ein schau mal der Sonnenuntergang oder das Alpenpanorama. Heute ist es echt spektakulär, ich weiß nicht, ob Sie es gesehen haben. Ja. Etwas, was in meine Seele fällt sozusagen, was zu mir spricht, was mich anspricht. Das ist das erste Moment, Affizierung. Ich beschreibe es gerne mit diesen Pfeilen, weil es bedeutet, etwas berührt mich, durchschlägt meinen Panzer der Indifferenz oder Entfremdung.
Das kann eine Idee sein, das kann ein Mensch sein, dem sie begegnen. Manchmal ist es ein kleines Lächeln, das diesen Panzer durchbricht. Ja? Das ist wirklich so in so einem Raum, wenn man denkt, oh Gott, ich weiß nicht, ob ich da falsch am Ort bin. Die Leute mögen mich, glaube ich, nicht. Ja, ich hätte da nicht herkommen sollen, ich passe da nicht hin oder so. Und dass einer mich anspricht oder anlächelt oder so, kann dieses erste Moment einer Bewegung sein. Das ist eine Affizierung, etwas berührt mich. Aber zu einer Oase, zu einer Resonanzerfahrung wird es nur, wenn sie dann darauf antworten, dem entgegengehen, feststellen, ich kann auch von mir aus, ich kann damit was anfangen, sagen wir oft. Ja, das war eine Situation, in der ich von etwas berührt wurde und mit der ich dann etwas getan oder machen oder anfangen konnte. Das ist dieses zweite Moment. Wenn man das mit dem Pfeilen schreibt, ist das schön, weil das etymologisch von der Wortbedeutung her kommt. Benutze ich das Wort Emotion. Das kommt von emovere. E ist außen, draußen und movere ist bewegen. Ja. Ich bewege mich dem entgegen. Ja. Also sagen wir mal, Sie sitzen sozusagen im Entfremdungsmodus hier im Vortrag. Sagen, Scheiße, jetzt habe ich mal hätte Sonntag auch besser verbringen können oder so. Wenn es dann passiert, dass Sie etwas berührt, und das ist meistens im seltensten Fall der Vortrag selber, sondern irgendeine Idee, die Ihnen kam oder etwas, was Sie in der Diskussion hatten oder so, dann übrigens, dann ändern Sie schon Ihre Körperhaltung. Ja, man kann wirklich, wenn Sie Lehrerin oder Lehrer sind, können Sie das sehen an der Art, wie Schüler, wie sie blicken. Der Blick ist ein Resonanzfenster und das Gesicht auch, aber auch schon die Körperhaltung. Ja, und wenn eine Resonanz stattfindet, eine Berührung, dann führt das fast immer zu einer veränderten Körperhaltung, auch weil man geht dem entgegen, man schaut anders, ja, man öffnet den Körper geradezu. Ich mache was damit. Das ist sogar so, wenn Sie Musik hören. Ich dachte am Anfang, Musik hören ist nur passiv. Das stimmt aber nicht. Sie können eine Melodie nur als Melodie wahrnehmen, wenn Sie die Töne, die vorausgehen, in sich nachhören. Die müssen Sie sozusagen mitreproduzieren und die kommenden voraushören. Retention und Protention nennen wir das in der Soziologie. Und wenn Sie dazu nicht in der Lage sind, weil Sie gerade in der Depression oder im Burnout sind, dann stellen Sie fest, ja, das ist eigentlich mein Lieblingslied, aber es bewegt gar nichts in mir. Ja, weil die Kraft des Entgegengehens der Emotion fehlt. Und ich beschreibe das mit Selbstwirksamkeit im Sinne von ich antworte auf diesen Anruf. Ja, ich gehe dem entgegen und mache was damit. Eigentlich ist mein Lieblingsbegriff der Anverwandlung, nicht Aneignung im Sinne von jetzt weiß ich was oder jetzt habe ich was oder jetzt kenne ich was, sondern da begegnet mir etwas, mit dem ich etwas mache, sodass ich es mir aneigne, sodass es später zur Erinnerung werden kann. Ja, eine Sache kann für Sie nur zur oasenhaften Erinnerung werden, wenn Sie sich anverwandelt haben. Da stellen Sie übrigens fest, dass Sie sich die Situation höchstwahrscheinlich anders eingeprägt haben, dass Sie sich anders erinnern, als sie wirklich war. Ja, genau genommen sieht man da, wie viel Verwandlung da dabei ist. Wir machen mit einer Erfahrung etwas. Und wenn das passiert, da komme ich zu, das ist das dritte Moment von Resonanz, verwandeln wir uns dabei. Ja, wir bleiben nicht dieselben. Ich habe das schon gerade beschrieben bei der Sitzhaltung. Ja, die Verwandlung ist fast eine physische. Ja, erst sitze ich im Entfremdungsmodus, von dem lasse ich mir gar nichts sagen oder so. Und dann plötzlich öffnet man sich und man verwandelt sich aber auch innerlich. Ja, da, wo man eine Resonanz hatte im Konzert, in einer Landschaft, in einer Begegnung, geht man anders daraus hervor, wie als man hier hineinging. Ja, das ist tatsächlich nicht so, wenn Sie im Entfremdungsmodus sind, ja, weil Sie dann keine Beziehung herstellen. Ja, ich war vorher schon schlecht drauf und jetzt bin ich es erst recht oder so. Aber da, wo Resonanz stattfindet, da macht das was mit mir. Ja, die Bilder oder das Museum zum Beispiel. Übrigens, deshalb gehen wir natürlich ins Museum. Warum gehen Menschen ins Museum, sei das jetzt ein Mitmachmuseum oder ein anderes? Immer in der Hoffnung eigentlich eines Resonanz- oder eines Oasenmomentes. Und genau, und übrigens, und da sind wir beim vierten Punkt, Unverfügbarkeit. Wenn Sie in ein Museum gehen, und sei es auch das Schwarzwaldhaus der Sinne oder ein Kunstmuseum, warum tun Sie es? Darüber habe ich hier auch schon mal einen Vortrag gehalten, fällt mir gerade ein. Und die These war damals wie heute, eigentlich nicht, weil sie sich bilden wollen. Ja, vielleicht sagen wir das, vielleicht glauben wir es sogar, aber bilden kann man sich selbst bei Wikipedia besser als im Museum. Also das ist so derart nicht nachhaltig, weil es schon nicht systematisch ist, ja, dass man eigentlich kein großes Bildungserlebnis hat. Aber man hofft auf eine Resonanzerfahrung, ja, dass da etwas ist, was zu mir spricht, was mich berührt, was mich bewegt, was mir einen neuen Blickwinkel eröffnet. Ja, plötzlich sehe ich etwas anders als vorher, erfahre ich es anders als vorher. Und der Witz ist jetzt, Sie können unmöglich sagen, an welcher Stelle sich das ereignet. Eigentlich, wir können auch nicht mal sagen, ob sich es ereignet. Ja, wir gehen in ein Museum,
In den Resonanzraum zum Beispiel, sehr gute Idee. Wenn Sie da reingehen, dann gehen Sie da rein, weil Sie die Hoffnung haben, dass Sie da eine Erfahrung machen mit sich, mit der Welt, mit Weltbeziehungen. Und vielleicht passiert es, vielleicht aber auch nicht. Ja, eigentlich glaube ich, wir gehen in 10 Museen und 9-mal passiert nichts, aber das 10. Mal eben doch. Ja, plötzlich passiert da was, aber keiner kann vorhersagen, an welcher Stelle das ist. Das gilt übrigens auch für sowas wie eine Diskussionsveranstaltung, wie wir sie heute haben. Ich glaube, Sie gehen dahin, weil Sie die Hoffnung haben, dass Ihnen das irgendwas sagt, dass da irgendetwas davon sozusagen den Panzer durchschlägt und Sie berührt. Aber erstens, ob es stattfindet, wissen wir nicht. Deshalb ist Resonanz unverfügbar. Für manche vielleicht ja, für andere nein. Aber interessanter finde ich übrigens, es ist oft ein kollektives Geschehen. Ja, plötzlich kommen wir auf einen neuen Gedanken. Plötzlich entsteht da was, was wir vorher nicht hatten als Idee. Aber man weiß nicht, wann es eintritt und nicht wo. Und vor allen Dingen nicht, was dann dabei herauskommt. Also wenn Sie in den Resonanzraum gehen und die 12 Stationen sich zur Gemüte führen, kann keiner sagen, an welcher Station Sie möglicherweise in Resonanz kommen, ja, weil das plötzlich etwas mit Ihnen macht und Sie etwas damit machen. Aber es ist noch schlimmer. Also wir wissen nicht nur nicht, an welcher Station das passiert, sondern wir wissen auch nicht, keiner weiß, was das dann mit Ihnen macht, ja, was das auslöst. Die Hoffnung wäre tatsächlich, dass einige dieser Sachen bei Ihnen vielleicht starke Erfahrungen auslösen. Aber was Sie daraus machen, kann keiner vorhersehen, keiner vorhersagen. Das kann man nicht kontrollieren. Das ist das Moment der Unverfügbarkeit von Resonanz. Es ist doppelt unverfügbar. Sie können es nicht erzwingen, egal wie viel technischen Schnickschnack wir da oben hinbauen oder egal was für eine teure Kreuzfahrt Sie kaufen. Sie können die Naturerfahrung, die Selbsterfahrung, die Sozialerfahrung nicht erzwingen. Ich meine, Sie können, ich habe, glaube ich, schon vor 3 oder 4 Wochen gesagt bei der Einweihung, es gibt Kreuzfahrten mit Polarlichtgarantie. Ja, da können Sie es erzwingen. Sie kaufen eine Kreuzfahrt und der Anbieter gibt Ihnen eine Polarlichtgarantie und wenn Sie kein Polarlicht sehen, kriegen Sie das Geld zurück. Also Sie können das Polarlicht erzwingen, aber dass das für Sie eine Oasenerfahrung wird, dass Sie das wirklich berührt, dass Sie darauf so reagieren, dass es Sie verwandelt, das können Sie nicht erzwingen. Und Sie wissen nicht, was dabei herauskommt, wenn das Polarlicht wirklich was mit Ihnen macht. Ja, genauso ist es beim Resonanzraum. Deshalb heißt es auf Englisch und auf Englisch und Spanisch haben sie das übersetzt. Unverfügbarkeit kann man überhaupt nicht übersetzen in Uncontrollability. Man kann es nicht kontrollieren. Man weiß nicht, was dabei rauskommt. Ja, das sind die Momente von Resonanz. Und jetzt, ja? Ja? Ja, aber nur ein bisschen. Nee, gerne, ja. Dann weite ich es auch nicht aus, aber den letzten Punkt. Okay. Mit der Unverfügbarkeit und der Nichtkontrolle. Ja. Nehmen wir das Beispiel Schule, ja. Dass Sie so bringen, wir gehen zu einer Veranstaltung, wo wir hin müssen. Mhm. Genau. Dann kann ich kontrollieren, dass es nicht resoniert. Oder es passiert häufig. Und doch wird jemand geschnappt. Also ich, und wenn ich mit einer Bereitschaft jetzt hier hingehe oder ins Museum, ja. Dann habe ich mir ja schon vorher wahrscheinlich Gedanken gemacht. Ja. Und wenn ich die innere Bereitschaft habe, ja. Dann kann Resonanz auch hergestellt werden. Ja. Ich habe sie nicht unter kompletter Kontrolle. Aber ich kann was dafür tun. Ich kann was dafür tun. Und in die, ich habe die Folie jetzt nicht mehr komplett vor Augen, in einer selber persönlichen Situation kompletter Dissonanz, ja. Also mein Mann hat Suizid begangen und ich werde geächtet dafür. Ist schon länger her. Ja. So. Aber in diesem Moment, wo die Nachricht kam, ja. Wo keine Kontrolle stattfand, wo auch erstmal nichts resoniert hat, wenn ich mir dann selber bewusst Resonanz gesucht habe, habe ich die auch erfahren. Und deshalb ja. Widerspreche ich der These, dass man da gar nichts machen kann. Ja, vielen Dank. Ich weiß nicht, ob man das bis hinten hören konnte. Ich denke ja. Also der Einspruch war, dass man da nichts machen könnte, dass praktisch dass Resonanz oder Entfremdung wie Schicksal über uns kommt. Und ich stimme Ihnen da vollständig zu. Ich stimme Ihnen vollständig zu und beharre trotzdem darauf, dass ich recht habe. Weil ich glaube, das sind zwei verschiedene Dinge. Das eine ist, man kann, ich nenne das dispositionale Resonanz, die Bereitschaft erhöhen. Das stimmt. Auch die Voraussetzungen. Ja? Ich habe
vorhin versucht zu sagen, bei so einer Oasen, oder das ist so eine Oasen, also eine Resonanzerfahrung kommt, das hat räumliche Bedingungen, zeitliche, soziale, physische, psychische, und an denen kann ich arbeiten. Ja, ein Schulgebäude zum Beispiel kann ich versuchen so einzurichten, dass Resonanzerfahrungen möglich werden. Ja, und ich kann dann Zeitdruck zum Beispiel oder Konkurrenzdruck vermindern oder vergrößern. Und wir gehen ja auch tatsächlich, wenn Sie ins Museum gehen, gehen Sie eben gerade in der Regel nicht unter Zeitdruck und mit Konkurrenzgedanken dahin, sondern anders. Und das gilt auch für soziale Kontexte. Ja, ich kann versuchen, übrigens die ganze Achtsamkeitsbewegung würde ich auch so interpretieren, das ist der Versuch, Resonanzbereitschaft herzustellen. Das Problem ist jetzt nur, es ist tatsächlich trotzdem in doppeltem Sinne unverfügbar. Sie haben mit der Schule angefangen. Ja. Also es ist wirklich so, also vielleicht sind Sie eine Schülerin oder eine Lehrerin, die unbedingt heute Resonanz erzielen wollen, und es passiert trotzdem nicht. Ja. Gerade dann kann es schief gehen. Übrigens, das sind sogar meine Lieblingsbeispiele. Ja. Candlelight-Dinner zum Beispiel. Ja. Man will unbedingt mit seinem Geliebten in Resonanz treten. Oder Heiligabend, ja, wo eigentlich alle bis um 5 im Alltagsbewältigungsverzweiflungsmodus sind und dann danach wollen Sie, na wirklich, mit bester Absicht, heute Abend öffnen wir uns ganz für die heilige Botschaft und für die Familie. Und tatsächlich, die Sozialstatistiken zeigen, gerade dann sind die Konflikte und die Entfremdungserfahrungen oft am höchsten. Also das heißt nicht, dass es ausgeschlossen ist, aber Sie können es eben nicht garantieren. Und der Witz ist, Sie können auch das Gegenteil nicht garantieren. Ich glaube, Sie hatten das so angefangen. Also der Schüler oder die Schülerin, die so in die Schule geht und eigentlich sozusagen nur das Schlimmste erwartet, kann unter Umständen trotzdem in Resonanz kommen, aus irgendeinem Grund. Und deshalb ist sozusagen Unverfügbarkeit an beiden Seiten so. Man kann es einerseits nicht erzwingen, man kann es andererseits nie ausschließen. Das finde ich sozusagen die gute Nachricht gegen Menschen, die, also die Frage ist immer, was steckt da für politisches Potenzial drin? Und ich glaube sozusagen, weil nämlich viele sagen, totalitäre Systeme wollen keine Resonanz zwischen den Bürgerinnen und Bürgern, die versuchen das systematisch zu verhindern. Und ich würde sagen, Unverfügbarkeit heißt auch, ja, das würde ich jetzt nicht, ja, egal. Unverfügbarkeit heißt auch, dass man es nicht ausschließen kann. Ja? Es kann eben trotzdem immer auftreten. Ja? Aber Sie haben recht, man kann etwas daran tun. Und das ist, glaube ich, auch genau, das ist eigentlich der Sinn dessen, was ich machen will. Gut, wir haben dann versucht, genau diese, also das habe ich jetzt erstmal, ja, ich müsste eigentlich Pause machen, ich bin gleich soweit. Wir wollten dieses abstrakte Konzept Resonanz und Entfremdung anschaulich machen. Ja, können wir das irgendwie zur Anschauung bringen? Und da haben wir dieses schöne Swinging Sticks, heißt das, das ist wirklich das reinste Wunder eigentlich. Es ist eigentlich wie ein Perpetuum mobile, natürlich nicht ganz, aber fast. Weil es sind zwei Stäbe, die sozusagen eigentlich eine Resonanzbeziehung tatsächlich ausführen und indem sie aufeinander reagieren und dabei noch Unverfügbarkeit tatsächlich zum Ausdruck bringen. Warum? Weil diese beiden Stäbe sozusagen jeweils die sind in permanenter Bewegung. Ja, Resonanz ist immer ein dynamisches Geschehen, man kann das nicht einfrieren. Ist übrigens noch so ein Fehler, den wir im Leben halt begehen. Wir wollen es dann einfrieren, das Schöne. Ja, und das geht nicht. Resonanz ist ein dynamisches Hören und Antworten. Und das machen die Stäbe. Ja? Die Bewegung des einen reagiert immer auf das anderen und so sind die in einer Dauerbewegung, die sich nicht vorhersagen lässt. Ja? Die Physiker sagen, das ist eine chaotische Bewegung.